Was geht ab, meine Z-Fighter, außer dir? Mit den aktuellen News zum japanischen Lukan Battle ist es ein bisschen spät, aber auf jeden Fall on point, denn wir haben nun Informationen zu der erst kürzlich geleakten Android 21 aus den V-Jump Scans League. Zusätzlich ging in den letzten Tagen ein Teaser rum im japanischen Lukan Battle, nämlich das war eine Ankündigung für das nächste Dokkan Fest, für den nächsten Dokkan Fest Charakter, und das ist kein anderer als unser Boy Ranger 17 bzw. C17 aus dem Tournament of Power aus Dragon Ball Super. Unser MVP ist auf jeden Fall auch am Start. Zu ihm haben wir auch Informationen, Details, aber auch zu anderen Charakteren. Deswegen fangen wir auf jeden Fall mal hier an der Stelle an. Natürlich schaut an die ganzen Leaker, Goresh für die Translations, Dokkanart für die Bilder und auch iSeriously. Kommen wir gleich zurück darauf zu sprechen. Nämlich, wie gesagt, Android 21 kennen wir quasi schon, sofern wie sie aussieht, und haben wir auch die Details zu ihr. Nämlich, sie ist ein SDR-Charakter, TOS-SDR-Charakter, also Strength-Charakter, und sie heißt Android 21 Transformation. Ihr Leader-Skill, bevor wir damit anfangen, Android 21 ist wie Mastzain und Tapion. Was meine ich damit? Sie ist kein Dokkan-exklusiver Charakter. Was heißt das, wenn ein Charakter nicht Dokkan-exklusiv ist? Heißt, dieser Charakter, also Android 21, wird in Zukunft auch in jedem anderen Banner drin sein, erhältlich sein, aber dann natürlich nicht gefeatured. Denn Dokkan-exklusive, Dokkan-Fest-Banner sind nur in Dokkan-Festival-Bannern drin. Das sind die Lieder, die wir kennen. Zum Beispiel, ja, die letzten erst LFG zu Elegogeta, Vierfrau Goku und so fort. Ja, die ganzen Units, die ihr da kennt. Also im Klartext nochmal, sie ist nicht Dokkan-exklusiv, heißt, ja, sie wird in Zukunft auch in jedem anderen Banner erhältlich sein, natürlich dann nicht gefeatured, sofern sie nicht gefeatured ist. Anyway, und zwar, Leader Skill, sie gibt der Android-Kategorie Ki plus 3, HP Attack und Def 150%. Wir wussten bereits, dass sie die Android-Kategorie, also die Leaderin davon ist. Wir haben auch die Kategorie selbst, ein Bilder dazu, wer alles da drin ist, werden wir euch gleich detaillierter ansehen. Und zwar macht sie durch ihre Super Attack immense Damage und hielt sich um 10%. Alles klar. Passive ist, sie gibt sich selbst Ki plus 3 auf den Angriff und auf die Verteidigung 90%. Und sie senkt den Angriff und die Verteidigung des Gegners, den sie angreift, um 20% für 2 Runden. Zudem kann sie sich transformieren, wenn die Bedingungen stimmen. Was sind die Bedingungen? Nach 4 Runden, wenn die HP unter 50% sind, dann ist da eine 30%ige Chance, dass sie Cell frisst. Gucken wir uns gleich an. Und sich dann zu ihrem Evil State, also Cell absorbiert, zu dieser Android 21 Form wird. Die Fighters-Spieler wissen auf jeden Fall Bescheid, alle anderen werden uns gleich ansehen, wie sie aussieht. Genau. Und zwar, links haben wir Android, Metamorphosis, Battlefield Diva, Brainiacs 4 and Fate. Big Bad Boss ist sehr, sehr gut, dass ihr das mitnimmt, unter anderem für jeden anderen Cell, der dann in der Kategorie ist. Fierce Battle, zusätzlich noch dazu. Sie ist in der Kategorie Android, Full Power, aber was ändert sich denn jetzt, wenn sie sich transformiert? Nämlich, sie gibt sich selbst weiterhin Ki plus 3, aber auf den Angriff und auf die Verteidigung 130%. Ich rap. 130%, zusätzlich hielt sich um 13%. Und sie ignoriert, wenn sie eine Ulti macht, des Gegners Guard. Was heißt das? Heißt, sie ignoriert Schutzschild des Gegners, und dies wiederum heißt, sie macht in jedem Fall mindestens neutralen Schaden. Also diesen Strength-Charakter, würde sie einen Agilt-Charakter angreifen, hätte sie eigentlich Typen-Nachteil, aber wenn sie den Schutzschild deaktiviert, hat sie quasi neutralen Schaden, macht sie mindestens immer neutralen Schaden. Also um es kurz zu fassen, kam in letzter Zeit wahrscheinlich die Frage oft auf, ob sehr effektiv gleich ist, wie wenn man des Gegners Guard deaktiviert oder ignoriert. Nein, ist es nicht sehr effektiv. Der Charakter wie Gogeta macht gegen jeden sehr effektiven Schaden. Wenn jemand den Guard, den Schutzschild des Gegners deaktiviert, dann macht er in jedem Fall mindestens neutralen Schaden. Also statt dass man Typen Nachteil hätte, macht man neutralen Schaden, um es kurz zu fassen. Und ihre Super Attack macht immense Damage und verringert Angriff und Verteidigung. Von Android 21 bin ich auf jeden Fall begeistert. Freue ich mich auf sie auf jeden Fall, wenn sie droppt. Wann droppt denn das Ganze? Morgen schon. Morgen ab 10 Uhr kommen die Units online mit dem Banner. Und ich denke, das wird quasi dann das Dokkan-Festbanner zu C17, den wir uns gleich noch ansehen werden. Und Android 21 wird auch gefeatured sein. Dies ist eine Free-to-Play Android 21. Es wird ein Fighters Story-Event geben, dort kann man sie farmen und zusätzlich einen Supporter für die Android-Charaktere. Denn diese Android 21 Free-to-Play gibt der Kategorie Ki plus 2, der Android-Kategorie Ki plus 2, HP 50%, macht Supreme Damage und ja, hielt sich um 7% an der Stelle. Ihre Passive, sie gibt der Android-Kategorie, den Verbündeten der Android-Kategorie Ki plus 2 auf Attack und auf 30%. Perfekt! Würde man meinen. Man würde meinen, perfekt. Das Problem ist, sofern die Übersetzung stimmt, dass beide Android 21 Transformation heißen, dann kann man beide nicht im Team nutzen. Ich rip. Aber das wäre ja auf jeden Fall schade, heißt, ich habe hier nochmal extra nachgeschaut
Und es sieht so aus, als hätten sie nicht denselben Namen, also könnte man beide in einem Team spielen, denn unsere Android 21 Theo-Charakter, beziehungsweise unsere, ja, die man erwecken kann mit der Transformation, hat in Klammern diese Schriftzeichen, okay, und die Supporterin hat andere Schriftzeichen, also gehe und hoffe ich, oder ich gehe davon aus, weil der Name anders ist, auch wenn es ein oder zwei Schriftzeichen anders sind, der Name ist trotzdem anders, so läuft das in Dokkan Battle, gehe ich stark davon aus, dass man trotzdem beide nutzen kann. Also habe ich nochmal extra an der Stelle nachgeschaut. Und natürlich seht ihr auch die anderen Charaktere, die wir uns jetzt im Nachhinein nochmal ansehen werden. Beziehungsweise wir haben die ja gar nicht angesehen. Deswegen schauen wir sie auf jeden Fall hier nochmal an. Also wie gesagt, man kann sie dann, wahrscheinlich die englische Transformation Übersetzung war nicht 1:1. Man kann sie, wenn das so stimmt, ja, also eigentlich sollte das so sein. Wir haben hier nämlich gerade gesehen, die Namen waren anders. Es ist so Bandai, bitte machen sie das richtig oder Akatsuki, je nachdem. Dann sollte man beide eigentlich nutzen. Das ist wirklich perfekt, denn sie linken sich sehr gut. Android, Metamorphose, Battlefield, Diva, Brainiacs, Shocking Speed, Big Bad Bosses, Shattering Limit. Sie ist in der Kategorie Android, Peppy Golds. Die andere Android 21 leider nicht in Peppy Golds, sondern sie ist in Android, aber Full Power. Okay. Komische Kategorie, wisst ihr. Deswegen sie ist mit am Start. Und jetzt, Freunde. Unser MVP. Krass, 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 dass sie ihm ein, dass er der nächste Dokkan-Fest-Charakter ist, hätte ich niemals gedacht. Er ist aber, er ist da und er ist eine einzige Bombe, denn er ist auch ein Leader der Android-Kategorie, sage mit einem besseren Boost, denn diesen gibt der Key+3 auf HP und Attack 170%, auf die Verteidigung 130% oder super physisch Charakter in Key+3 auf 490%. Er macht immens Damage und verhindert Angriff und Verteidigung des Gegners. Seine Passive ist busted. Attack muss 120%, wenn er eine Super Attack macht. Er gibt aber, zusätzlich dazu, jedem Verbündeten Key+3 auf die Verteidigung 60%. GG. Wo sind wir angelangt in Dokkan Battle? Er hat 120% auf seinen Angriff, gibt zusätzlich einfach mal so jedem Verbündeten Key+3 und Verteidigung 60%. Geil! Allrounder der Supertypes. Ja, im Prinzip Gegenbeispiel zu Rosé. Rosé ist der Allrounder für Extreme Types. Er gibt den Key Boost, Death Boost durch die Ulti nochmal Angriff Boost. Hier haben wir auch nochmal einen Allrounder quasi in Sachen Key und Death Boost für die Supertypes. Finde ich geil. Und das ist ausgerechnet C17 ist, unser MVP finde ich umso geiler. Aber es war noch nicht alles. Wenn die HP 77%, die Zahl 7, oder drunter ist, dann erhält er zusätzlich eine Damage Reduction von 40%. Dieser Junge, Allrounder, geil, ich finde ihn brutal geil. Ich bin gehypt auf ihn, um ehrlich zu sein. Ja, wie seht ihr das? Hier sitzt unser MVP. Ich finde es gut, dass sie ihn hier geehrt haben, an der Stelle in Dokkan Battle und die Karte so gut gefallen ist. Bin auf jeden Fall zufrieden mit ihm. Was habt ihr von ihm? Links hier, Twin Terrors, Android Assault, Rival Duo, Shocking Speed, Infinite Energy, Tournament of Power und Fierce Battle. Er ist dann gerade die Universe Survival Saga und Android. Nicht nur, dass er dann quasi der Leader Android Saga ist, mich freut es umso mehr, natürlich das Logo, dass er eine Universe Survival Saga ist. Und ich denke, das Universe Survival Saga kann man legit richtig geil bauen. Richtig geil, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Denn sie haben auf jeden Fall eine Unit mitbekommen, die sehr, sehr stark ist für die Kategorie. Aber wir haben noch mehr, nämlich von Fighters. Ihr seht, es sind Fighters Charaktere, da ist auch ein Mark dabei. C16, legit diejenigen, die Fighters kennen, das ist seine Ulti, die er macht bei Fighters. Finde ich cool, dass sie mit reingenommen haben. Dieser Dude ist auch auf jeden Fall solide. Hier ist Super Tech Charakter, den Key+3 HP Length auf 90%. Er erhöht seine Verteidigung stark für eine Runde und macht Supreme Damage. Das Passive Skill an der Stelle, sein eigener Angriff und Verteidigung steigt um 80%, also 80% auf Angriff und Verteidigung. Und für jeden Verbündeten, der in der Android-Kategorie ist und im Team ist, bekommt er zusätzlich weitere Verteidigung 30% pro Charakter, Maximum 90%. 90% Maximum. Er hat schon 80%. Also kommt dieser Dude her, wenn man quasi mindestens 3 Android-Charaktere im Team hat, kommt er einfach mal daher gelatscht mit 80% Angriff und einfach 170% Verteidigung. Aber das ist noch nicht alles. Zusätzlich hat er noch eine High Chance, einen Schutzschild gegen alle Angriffe des Gegners zu aktivieren. Heißt, in jedem Fall nimmt er nur neutralen Schaden. Also nie sehr effektiven Schaden, wenn der Schutzschild aktiv ist. Mehr Tank geht nicht. Legit. Aber ihr merkt, sie haben die Android-Charaktere total gebufft und ich finde das cool. Also, was heißt gebufft, sondern die Kategorie, die neu rauskam, haben sie gute Charaktere hinzugefügt, um das Beste zu sein. Links gesehen an Dasher Android, Mechanical Menaces, Gentleman, Rival Duo, war Tough as Nails, Revival, Fierce Battle. Gehe ich auch stark davon, dass es ein Banner-Charakter sein wird, ein SSR. Und erste Kategorie, Android und Revived Warriors. So viel dazu, meine Freunde. By the way, die Genie Force Units sind nun im Global Online.
Sie sind permanent da, ihr könnt sie jeden Tag abwechselnd, hier ist das Bild dazu, wechseln sich ab, wie gesagt, aber in meinem Guide, ich werde den Link in der Beschreibung setzen, bekommt ihr alle Informationen dazu, könnt ihr jeden Tag quasi abwechselnd Charaktere euch erfarmen, auf 100% bringen. Falls ihr euch fragt, ey, wie viel brauche ich denn genau, da ist noch ein Bild, könnt ihr euch gerne abchecken auf meinen Twitter-Kanal, Link werde ich auch in die Beschreibung setzen, dann könnt ihr abchecken, wie viel ihr genau braucht. Schauen wir uns mal ganz kurz am Ende noch die SS der Charaktere an, das ist halt, das ist legit Fighters. Fighters in Dokkan, finde ich geil. Ich bin Fan davon, was habt ihr davon? Ich bin auch ein Fan von den Charakteren, die reinkamen. Haben sie wirklich gut gemacht, bei allem Respekt. Finde ich echt cool. Das ist jetzt Android 21, ich denke, glaube, die Free-to-Play-Version, Fragezeichen, ich glaube, yes. Ja, das ist die Free-to-Play-Version, sie kann man quasi dann Dokkan Awakens zu der Free-to-Play-Version, die wir vorhin gesehen haben, aber sie dann, da, das sollte eigentlich sie sein. Ja, das ist sie, genau, das ist sie, die Free-to-Play-Version quasi an der Stelle. Und danach werden wir noch quasi den SSR-Charakter sehen, wie aus einem Banner-Job mit dem Dokkan-Event, quasi die Transformation hat. Das sehen wir dann gleich hier, nämlich sie hier. Boom, das ist... Oh mein Gott, schön erstmal essen und wieder wegschmeißen. Weg mit dir. Die Ulti finde ich auch geil, vor allem das am Schluss. Aber ihre Transformation, wie gesagt, ist wirklich sehr, sehr cool. Sehen wir gleich danach. Boom, einfach Marcel essen. GG. RIP, also... Keiner weiß, einfach Cell essen, GG, warum Cell? Einfach so. Und ihre Ulti dann sieht an der Stelle folgendermaßen aus, ist auch wirklich sehr cool, finde ich. Ich finde sie echt eine coole Unit, ich habe nichts gegen sie. Mann, wirklich ein richtig frischer Wind, finde ich, für Dokkan, eine Abwechslung. Aber, ah, die Ulti ist auch krank, die Ulti ist auch geil. Aber, seid ihr bereit für unseren MVP? Schaut euch seine Ulti an und haltet einfach die Fresse, bitte. Also nicht im negativen Sinne, sondern genießt es einfach. Hey, jetzt genießt es. Das ist wie im Anime. Lecco mio. Wie cool einfach. Einfach wie cool. Zock, komm her. Zock. Das ist, by the way, von der Theo-Version sollte das sein. Komm her, Junge. Ja, das ist von der Theo-Version. Die davor war von... Es ist... Hab ich auch noch nicht gesehen. Halt mal die Fresse, Alter. Wie krank animiert. Das ist die Android-Saga, wie gesagt. Also, krank. Android Saga, ja, endlich hat dieser Strength Cell mal eine Kategorie. Ansonsten nichts Atemraum, das sind quasi alle Android-Charaktere. Ich hoffe noch auf einen weiteren LR Cell, der da irgendwie sneaky reinkommt. Könnt ihr euch mal gerne ansehen. Aber so viel dazu, meine lieben Freunde. Wie gesagt, was haltet ihr von den ganzen neuen Units? Richtig geil. Ab heute, wie gesagt, auf Global. Schaut euch die Guides an. Und auch ein Dupe System Guide habe ich online gestellt. Das ist dieses Video. Könnt ihr euch gerne ansehen, was ihr, welche Charaktere wie skillen sollt. Und mein Ginyu Guide habt ihr auf jeden Fall schon online, checkt es euch ab, ihr müsst jeden Tag, könnt ihr jeden Tag, permanent ist jetzt immer permanent online, das geht nie weg, könnt ihr jetzt jeden Tag zusätzlich die Ginyu Force euch erfarmen, auf 100% bringen, so viel Ops braucht ihr an der Stelle, und wenn ihr das gemacht habt, bekommt ihr LR Ginyu Logo, kennen wir bereits alle, wie gesagt, wenn ihr euch genau informieren wollt, schaut im Guide vorbei, und wegen Tube System generell allgemein, aber auch wegen den Charakteren, schaut das Video euch an, aber an sich wichtige Frage, was habt ihr vor allem von C17 und von Android 21, die neuen Units, die reinkamen, lasst mir in den Kommentaren wissen auf jeden Fall, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Und wir sehen uns das nächste Mal, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.